Ja, auch die Kurzarbeit ändert an den normalen Vertragspflichten grundsätzlich nichts. Ich muss meine Fristen, wie sie im Vertrag drinstehen, einhalten und die können teilweise auch recht lang sein, denn es gibt die Möglichkeit, die gesetzliche Kündigungsfrist, die ja für die Arbeitnehmer relativ kurz ist, vertraglich deutlich zu verlängern. Also bitte erst in den Vertrag gucken und dann neue Arbeitsverträge unterschreiben. Die Krise momentan ändert hieran nichts. Also, es gibt in vielen modernen Arbeitsverträgen mittlerweile Vertragsstrafenabreden. Das bedeutet, da steht dann irgendein Passus drin, wenn ich unter Nichteinhaltung der Frist oder unter Vertragsbruch ausscheide, dann ist bis zu einem Bruttomonatsgehalt Vertragsstrafe fällig. Das kann also recht schmerzhaft sein. Im Übrigen, auch ohne diesen Passus bin ich grundsätzlich zum Schadensersatz verpflichtet. Das heißt, ich muss den Arbeitgeber so stellen, wie er wäre, wenn ich die Kündigungsfrist ordnungsgemäß eingehalten hätte. Das heißt, wenn Aufträge platzen, weil ich irgendwo zwischen Tür und Angel gehe, dann kann er mich haftbar machen. Eine Kündigung muss immer in Schriftform erfolgen. Das bedeutet, ich brauche ein Schriftstück, eine verkörperte textliche Erklärung, wie das heißt, also eine E-Mail, ein WhatsApp oder sonst was reicht nicht aus. Da muss eine Originalunterschrift sein und die entfaltet ihre Rechtswirksamkeit auch erst dann, wenn sie beim Erklärungsempfänger, in dem Fall dem Arbeitgeber, zugegangen ist. Das heißt, nicht, wann ich es in die Post gebe, macht irgendwas aus, sondern erst dann, wenn derjenige sie im Briefkasten hat, der sie kriegen soll, dann fängt meine Frist an zu laufen.